Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge vom September für euch und ich habe hier noch zwei Pakete. Das eine habe ich heute früh noch bei der Post extra abgefangen, dass ich das noch mit in das Video reinnehmen kann, weil es ist noch September und diese Bücher, die in dem Paket sind, gehören noch mit da dazu. Und ja, deswegen gibt es heute noch ein kleines Unpacking neben den Neuzugängen, weil diese Bücher noch mit in die Neuzugänge gehören. Ich höre jetzt auf, hier wieder zu viel rumzulabern. Ich höre jetzt auch wieder zu viel Schwachsinn zu erzählen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir beginnen wieder mit den Büchern, die ihr aus den Videos schon irgendwoher kennt, die ihr irgendwo anders schon mal gesehen habt. Und ja, die sind jetzt nicht in der Reihenfolge irgendwie, wie sie hier angekommen sind oder irgendwas, sondern ich habe die jetzt einfach so zusammengesucht und halbwegs sortiert nach, kennt ihr schon, habt ihr noch nicht gesehen, lese ich gerade und dann packen wir noch die zwei Bücher aus. Und ja, fangen wir einfach mal an mit dem ersten Buch und zwar ist das der zweite Teil von Redwood Love von Kelly Moran. Es beginnt mit einem Kuss und ja, wie gesagt, dieses Buch habe ich inzwischen ja auch schon gelesen. Und in Redwood Love geht es ja um drei Brüder, die in einer kleinen Stadt leben in Redwood und diese drei Brüder haben eine Tierarztpraxis und in jeder Geschichte geht es um einen anderen dieser Brüder. Hier im zweiten Teil geht es jetzt um Flynn und Flynn ist taub und ja, Flynn fühlt sich dadurch manchmal nicht als vollwertiges Mitglied auch der Gemeinschaft und seine beste Freundin Gabby schafft es ihn aber immer wieder aus diesen Löchern quasi zu holen, wenn er gerade wieder so düstere Gedanken hat und alles doof ist, dann ist sie auf jeden Fall da und fängt ihn auf und ist für ihn da und ja, die beiden sind seit frühester Kindheit die besten Freunde, aber Flynn merkt eines Tages auf einmal, dass er irgendwie mehr für Gabby empfindet und was dann mit den beiden alles so passiert, das ist es, worum es im zweiten Teil von Redwood Love geht und ja, ich kann nur sagen, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen und es hat mir besser gefallen mir der erste Teil, mehr dann dazu im Video. Das zweite Buch habe ich inzwischen auch schon gelesen, das Video müsste eigentlich auch schon online sein und zwar ist das Wicked von Jennifer Armentrout. Bin ich irgendwie gerade unscharf? Jetzt bin ich scharf. Irgendwie Kamera, die mag mich heute schon wieder nicht. Auf jeden Fall, ja, ist das Wicked von Jennifer Armentrout, das ist der erste Teil ihrer neuen Reihe. Ich glaube, die Reihenbezeichnung ist Wicked. Ich weiß gar nicht, ob das die Wicked-Reihe ist. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist das der erste Teil ihrer neuen Reihe. Als kleine Anmerkung noch vorweg. Nur weil es ein Jennifer Armentrout Buch ist, heißt es nicht, dass es ein Jugendbuch ist. Denn dieses Buch ist Erwachsenen-Fantasy. Es kommen erotische Szenen in dieser Geschichte vor. Die Charaktere sind auch schon so Mitte 20. Also es ist definitiv keine Jugendgeschichte. Also alle Muttis da draußen, passt auf eure Kinder auf. Das ist kein Jugendbuch, das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal noch erwähnt haben. Es vermittelt, finde ich, vom rein optischen her auf jeden Fall so ein bisschen den Eindruck nach Jugendbuch. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Ivy und Ivy ist eine Jägerin und zwar jagt sie magische Wesen, die Fae. Die Fae sind vor vielen, vielen Jahren durch Tore der Underwelt in unsere Welt gekommen und man hat es dann aber geschafft, diese Tore zu verschließen, sodass die Fae nicht mehr hindurchkommen, aber die Fae, die halt in unserer Welt waren, die sind halt da, die kommen natürlich jetzt auch nicht zurück. Und ja, diese jagt Ivy mit ihrer Gilde zusammen. Und eines Tages macht Ivy dabei eine sehr, sehr merkwürdige Entdeckung. Und so kommen die Steine auch ins Rollen. Und die Ereignisse überschlagen sich dann auch so ein bisschen. Und dann taucht auf einmal Ren auf. Ren wird von einer anderen Gilde quasi zu ihrer Gilde versetzt. Und Ren ist so ein bisschen mysteriös am Anfang. Und ja, Ivy merkt sofort, dass mit ihm irgendwie was nicht stimmen kann und ja, sie merkt aber auch, dass sie sich zu ihm unglaublich hingezogen fühlt und das ist das allererste Mal, dass das bei ihr so ist. Sie kann damit auch nicht so richtig umgehen und sie ist da auch so ein bisschen zwiegespalten, was Ren betrifft und ja, was da mit Ivy und Ren alles passiert, was es mit den Fays auf hat und was ein Brownie ist, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, was ein Brownie in dieser Geschichte ist, das solltet ihr auf jeden Fall selber herausfinden. Ich kann nur sagen, dass dieser Brownie, der in dieser Geschichte hier drin vorkommt, ich liebe ihn. Ich habe ihn total gefeiert. Dieser Brownie ist für mich das, was Bambi bei Dark Elements ist, ist dieser Brownie für mich bei Wicked und mehr sage ich dazu nicht, aber ich finde die Geschichte mega gut. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auf die Fortsetzung gespannt und ich liebe Jennifer L. Armentrout. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Dann bei mir im September eingezogen ist noch One Love von Lauren Blakely. Das Video ist auf jeden Fall schon online. One Love ist wieder eine niedliche, kleine, süße Liebesgeschichte. Dieses Buch hat so knappe 200 Seiten. Also es ist wirklich ein kleines, feines, dünnes Büchlein. Und ja, was soll ich sagen? Die Geschichte von One Love hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ja auch den ersten Teil, One Dream, wirklich zucker, zucker süß. Und ja, auch One Love steht dem Ganzen in nichts nach. Und in One Love geht es um Penny. Und Penny trifft nach 10 Jahren ihre große Liebe wieder und ja, sie wollte vor 10 Jahren mit ihrer großen Liebe Gabriel in New York ein neues Leben anfangen, aber ist einfach nicht aufgetaucht und
Penny hat das Ganze nie umwunden und jetzt, wie gesagt, aufgrund Verkettung von Ereignissen trifft sie ihn wieder und sie hat keine Ahnung, wie sie sich ihm gegenüber verhalten soll. Und das Aufeinandertreffen der beiden, als sie sich nach 10 Jahren das erste Mal wiedersehen, läuft doch irgendwie ganz, ganz anders, als Penny es sich vorgestellt hat. Und was mit Penny und Gabriel passiert und warum er sie vor 10 Jahren einfach hat stehen lassen und nicht aufgetaucht ist, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen. Ich finde, es ist eine richtig süße, niedliche Liebesgeschichte und ja, wenn ich jetzt wieder mehr erzähle, wird das hier wieder ein halber Lesemonat. Das wollen wir ja nicht. An im September noch bei mir eingezogen ist Stay von Helena Hunting. In meinem Video zu Stay habe ich sie immer Helen genannt. Ja, Helena, da fehlt einfach nur das A. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ihr wisst, wen ich meine. Auf jeden Fall, Stay von Helena Hunting war eine absolut super coole, niedliche, süße, witzige Liebesgeschichte. Wirklich, dieses Buch ist so, so toll. Ich habe so gelacht in dieser Geschichte. Die Charaktere sind wirklich richtig süß und ja, Stay ist einfach eine richtig coole Liebesgeschichte mit auch so ein bisschen Erotik und ja, ich kann euch das Buch auf jeden Fall nur empfehlen. In dieser Geschichte geht es um Ruby und Ruby ist so ein bisschen pleite gerade und ihre Freundin vermittelt ihr dann quasi einen Haustier-Sitting-Job, dass sie erstmal für ein paar Wochen unter ist, weil sie auch gerade aus ihrer Wohnung geflogen ist. Und ja, zwischen Ruby und dem Haustierbesitzer entspinnt sich dann so eine Geschichte. Und was mit den beiden dann halt alles so ist, das ist es, worum es ins Day geht. Wenn ihr mehr zu dem Buch wissen wollt, schaut dann in dem Video nochmal vorbei. Da gehe ich auch auf den Inhalt nochmal näher ein. Und ja, ich kann nur sagen, ich fand es richtig gut, ich fand es toll. Lest es und ja, ist auf jeden Fall im September bei mir eingezogen. So, das waren die Bücher, die ihr jetzt schon kanntet, die ihr jetzt auch schon gesehen habt, die ich jetzt auch schon gelesen habe. Kommen wir jetzt zu den Büchern, die ihr noch nicht kennt, rein theoretisch. Vielleicht habt ihr sie in irgendeinem anderen Video schon mal gesehen, aber ich lese sie aktuell gerade, nämlich meine 2 Currently Readings. Und zwar ist das zum einen Now and Forever war ich, dich liebe, von Geneva Lee. Dieses Buch ist letzte Woche auch noch bei mir eingezogen und ich bin da so ungefähr bei der Hälfte. Ja, so ungefähr die Hälfte ist das. Und ich muss sagen, dass das Buch bisher mir sehr, sehr gut gefällt. Ich finde, es ist eine süße Geschichte und ja, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht. In diesem Buch geht es um Jillian und Jillian ist ein Mädchen, die keine Beziehung haben möchte und sie ist so ein lockeres Mädchen, sie steht so auf One-Night-Stands und ja, eines Tages angelt sie sich einen Mann und zwar Liam und Liam ist Schotte, er kommt aus Edinburgh. Muss ich noch irgendwas anderes sagen? Nein. Auf jeden Fall ist Liam ganz, ganz anders wie alle anderen Männer, die sie vorher kannte. Und Liam ist sehr, sehr hartnäckig, was sie betrifft. Und ja, was Liam nicht weiß, ist, dass Jillian ein Geheimnis hat, warum sie keine Beziehung möchte. Und die Frage ist, ob dieses Geheimnis alles zerstören wird, was zwischen den beiden ist oder halt auch nicht. Und ja, das ist es, worum es in Now and Forever geht. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo gerade alles schön ist in der Geschichte. Aber ich fürchte, jetzt wird gleich der Umschwung kommen und alles geht den Bach runter. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, bisher gefällt mir das Buch richtig gut. Ich mag es und ja, ich werde euch dann berichten, wenn ich es fertig gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Dann lese ich aktuell noch Renegades von Marissa Meyer. Ich habe hier so die ersten 25% gelesen, also das erste Viertel. Dieses Buch ist ja relativ dick, es hat über 600 Seiten, also ja, es ist ein ganz schöner Klopper. Ja, was kann ich zu Renegades sagen? Renegades ist eine Superheldengeschichte. Es geht in dieser Geschichte um Nova und um Adrian im Prinzip. Und Nova lebt bei den Anarchisten und ist quasi eine Schurkin und Adrian lebt bei den Renegades und ist quasi ein Held. Und die Welten der beiden prallen dann aufeinander und ja, wir begleiten die beiden dann so ein bisschen auf ihrer Reise und Nova tut sich dann als Renegade-Anwärterin bei den Renegades einschleichen, um sie auszuspionieren, um halt einen Plan zu entwickeln, wie man sie vernichten kann. Und warum Nova das alles tut und was da alles so dahinter steckt, das ist es auch, worum es in dieser Geschichte mitgeht. Es hat alles einen relativ tragischen Hintergrund und auch was Adrian betrifft, ist die Hintergrundgeschichte von ihm relativ tragisch. Ich weiß aktuell noch nicht, was alles so da dahinter steckt. Ich weiß jetzt gerade erstmal so, was eigentlich da genau abgeht bei den beiden. Ich muss sagen, ich kann beide Seiten wirklich gut verstehen. Ich verstehe die Anarchisten und ich verstehe aber auch die Renegades und ich bin sehr, sehr gespannt, auf welcher Seite ich am Ende der Geschichte stehe. Und ja, ich muss sagen, dass mir das Buch bisher richtig gut gefällt. Ich habe beim Lesen immer so das Feeling von Die Unglaublichen. Kennt ihr den Film Die Unglaublichen? Das ist ja auch so ein Superhelden-Superschurken-Film. Und dieses Feeling, was ich bei diesem Film vermittelt bekommen habe, das habe ich auch bei Renegades. Also so was die Optik dieser Stadt betrifft und auch die Kostüme der Helden und die Beschreibung dessen und auch die Superkräfte. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Wie gesagt, ich habe ein richtig cooles Feeling beim Lesen und die Geschichte macht mega Spaß auf jeden Fall im Moment. Und ja,
wie sie mir gefallen hat, werde ich euch dann berichten, wenn ich es gelesen habe. Aber bis jetzt mag ich sie sehr und ich bin schon sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Ich will auf jeden Fall heute hier noch weiterlesen. Und ja, ich werde euch berichten dann, wie gesagt, wenn ich es gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Dann auch bei mir eingezogen ist der erste Teil der Ringchroniken, Begabt. Die Ringchroniken ist eine Dystopie. Ich hatte beim Auspacken gedacht, das ist High Fantasy. Dann habe ich gelesen und dachte, das ist Science Fiction. Aber nein, im Prinzip ist es eigentlich eine Dystopie. Und eine Dystopie gehört ja zum Genre Science Fiction. Also von daher, ja, alles ein bisschen kompliziert. Aber es ist eine dystopische Geschichte auf jeden Fall. Wir sind hier im Jahre 2210 und ja, die Ressourcen der Erde sind nahezu aufgebraucht. Und es gibt einen riesigen Konzern, der die Wasserressourcen verwaltet. Und ja, unsere Protagonistin in der Geschichte, sie heißt Emini, verfügt über eine Gabe, denn sie kann Lügen erkennen. Und Emini geht jetzt bei diesem riesigen Unternehmen, was die Wasserressourcen verwaltet, in die Lehre, um halt sich ein besseres Leben zu erarbeiten. Denn wie gesagt, sie kommt aus der Rauring-Wüste. Das ist eine sehr, sehr raue Landschaft und die Lebensbedingungen sind dort richtig schlecht. Und ja, Emini erfährt dann sehr, sehr bald Dinge über diese Firma, die sie schockieren und die ungerecht sind. Und ja, der einzig ehrliche Mensch scheint ihr Ausbilder Cohen zu sein, für den sie bald mehr empfindet. Und dann steht hier noch, kann sie ihnen im Kampf gegen den übermächtigen Gegner vertrauen? Und ich finde, das klingt einfach nach einer richtig, richtig coolen Geschichte. Ich freue mich da auch schon drauf, die dann zu lesen. Die kommt dann gleich nach Renegades auf jeden Fall dran. Und ja, wenn ich es gelesen habe, werde ich euch berichten, wie es mir gefallen hat. Dann noch eingezogen die Woche bei mir ist der zweite Teil von Fire and Frost, vom Feuer geküsst. Und ihr wisst, ich liebe das Cover vom ersten Teil. Und schaut euch dieses wunderschöne Cover vom zweiten Teil an. Ist es nicht wunderschön? Ich finde es mega hübsch und ja, dieses Buch wird dann auf jeden Fall auch so in meinem Regal stehen, weil ich das Cover einfach so mega, mega schön finde. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich euch zum zweiten Teil verraten kann, ohne euch zu spoilern. Es geht ja immer noch um die Frost- und Fireblots und die, jetzt muss ich überlegen, wie rum das war, die Fireblots wurden von den Frostblots vernichtet und verjagt und getötet und ja, der Frostkönig quasi sollte im ersten Teil gestürzt werden und ja, es ging um Ruby auf jeden Fall und Arcus und was die beiden so erlebt haben und ja, ob sie es halt schaffen, den Frostkönig zu stürzen, das ist halt, worum es im ersten Teil geht. Im zweiten Teil geht es dann halt jetzt darum, dass Ruby mit den Konsequenzen aus dem ersten Teil quasi leben muss und sie wird von Visionen verfolgt. Was kann ich euch denn noch zu erzählen? Hier steht jetzt noch, sie muss an den Hof des mächtigen Feuerkönigs reisen. Ja, und es entwickelt sich eine Dreiecksgeschichte in diesem zweiten Band. Ich kann euch mehr nicht sagen zu dem Buch, ich möchte euch nicht spoilern. Wenn ihr die Inhaltsangabe lesen wollt, schaut unten in die Infobox, da ist der Link auf jeden Fall zum Buch drin, und da könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Aber ich möchte euch jetzt hier nicht spoilern, deswegen werde ich jetzt nicht verraten, was da hinten drauf steht. So. Aber ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Das waren alle Neuzugänge, die schon ausgepackt sind. Jetzt habe ich hier noch zwei Pakete liegen, die ich mit euch auspacken wollte. Und ja, das hier ist Paket Nummer 1. Ich habe eine Ahnung, was da für ein Buch drin ist. Und ich freue mich schon mega. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal zusammen rein. So. Das ist doch mein Paket, was man schön auspacken kann, ohne ein Messer zu benutzen. Und ja, es ist es. Und zwar The Deadlist von Jennifer L. Armentrout. The Deadlist ist ja wieder so ein sexy Crime, steht ja vorne drauf, aber es ist wie so ein Thriller halt, nur sehr, sehr mit Fokus auf die Liebesgeschichte, nennen wir es so. Und ja, ich fand Deadly Ever After von ihr ja schon richtig cool und ich bin jetzt auf die Deadlist richtig gespannt. Hier steht drin, seit Ella nachts auf dem Nachhauseweg von einem maskierten Mann angegriffen wurde, lebt sie in ständiger Angst vor einem weiteren Überfall. Doch nicht nur sie steht auf der Liste des Unbekannten. Als zwei Mädchen verschwinden und eine Leiche gefunden wird, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Mehr als jemals zuvor benötigt Ella den Beistand ihres Schwarms Jensen. Denn nur in seinen starken Armen fühlt sie sich noch sicher. Aber der Killer spielt ein ausgeklügeltes Spiel. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und ja, wenn ich sie gelesen habe, werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, aber es ist Jennifer Armentrout. Eigentlich kann die Geschichte mir nur gefallen und sie kann mir eigentlich nicht gefallen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich denke schon. Achso, ich sollte an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, dass ich alle Bücher, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, von den Verlagen zur Verfügung gestellt bekommen habe, netterweise. Ich hatte euch ja gesagt, dass im September rezensionstechnisch hier sehr, sehr viel los war. Ja, also alle Bücher sind Rezensionsexemplare, die ich euch gezeigt habe. Ich habe auch fast alle schon gelesen, bis auf drei. Also, ist ein guter Schnitt. Wie gesagt, zwei lese ich aktuell noch. Und
Ja, diese beiden Bücher hier, ihr seht, das ist ein Amazon-Paket mit dem Lächeln auf dem Karton. Und ja, diese zwei Bücher habe ich mir jetzt selber bestellt und ich weiß ja, was die Bücher drin sind. Und ich freue mich da schon so drauf auf diese Bücher. Und ja, ich packe jetzt mal mit euch zusammen aus und wir gucken mal zusammen rein, was da für Bücher drin sind. So, ich sehe sie schon. Sie sind so beautiful, da sind sie. Oh mein Gott. Ich finde die jetzt schon so mega hübsch. Also ich habe mir bestellt, die Wellen singen, wenn der Sturm tobt, von C.L. Wilson. Ich musste diese Bücher haben. Ich musste sie besitzen. Niki schickte mir die Woche ein Foto und hat mir die Bücher gezeigt. Und ich so, wie, du hast die schon? Ich habe das total nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass die jetzt diesen Monat rausgekommen sind. Und ja, habe sie mir dann gleich bestellt. Und ja, sie sind heute angekommen. Und oh mein Gott, sie sind so hübsch, wenn man sie so ins Regal stellt. Also seht ihr das? Dieses Gesicht stellt zur Scharfkamera. Stell mal die Bücher scharf. Kamera. Daddy, jetzt. Ich finde, das sieht so schön aus, wenn man das am Regal stehen hat. Das ist so richtig, richtig cool. Und ja, auch wenn man die so nebeneinander stellt, ergibt das ja auch wieder ein Gesicht. Wartet. Ah, ich wollte es euch nochmal im Großen zeigen. So, so muss man die zusammenhalten. Aber ich finde, das sieht so schön aus. Und ja, ach, ich freue mich schon so auf diese Bücher. Die Wellen singen, wenn der Sturm tobt, sind der dritte und vierte Teil der Mistral-Reihe. Im Englischen sind das jeweils immer nur... Also im Englischen ist das nur ein Band, aber in Deutschland wurde es wieder aufgesplittet auf zwei Bücher. Wie sollte es anders sein? Naja, gut, ist halt so. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Die Sommerprinzessin Gabriella hat panische Angst davor, sich zu verlieben. Auf keinen Fall darf sie starke Gefühle zulassen, denn sonst verliert Gabriella die Kontrolle über die mächtige Magie, die sie in sich trägt. Doch als Dillys, der Prinz des Meereskönigreichs Calberna, nach Winterfels kommt, geraten ihre Vorsätze ins Wanken. Sie kämpft mit aller Macht gegen ihre Gefühle an, doch Dillys lässt nicht locker, er weiß, dass sie füreinander bestimmt sind und Gabriella fällt es immer schwerer, sich dieser magischen Verbindung zu entziehen. Ja, ihr wisst, ich liebe Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Das war ja mein Jahreshighlight vor 2 Jahren auf jeden Fall und ja, ich bin jetzt schon sehr auf diese Bücher gespannt und ich bin gespannt, ob die Bücher vielleicht auch wieder mein Jahreshighlight werden könnten. Schauen wir mal, ich werde es euch auf jeden Fall berichten und ja... Ich freue mich so auf diese Bücher. Ich bin so happy. Also happy, happy, happy. Ja, mal gucken, wann ich dazu komme, diese Bücher zu lesen. Denn es sind die Rezensionsexemplare dran, ihr wisst. Es ist leider immer so. Die gehen halt vor, weil die müssen ja in einem bestimmten Zeitraum gelesen werden. Und die Videos müssen dann online gehen. Und ja. Aber hätte ich keine Rezensionsexemplare, hätte ich die Bücher mir auch alle nicht leisten können. Muss man ehrlicherweise jetzt auch mal so sagen. Das waren meine Neuzugänge vom September. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Was ist denn im September bei euch alles so eingezogen? Es waren ja bei mir wieder einige Bücher, die eingezogen sind. Und ja, wie sieht das Ganze denn bei euch aus? Schreibt mir eure Antwort gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.